Aktuelle Stunde im Berliner Parlament. Das Thema beantragt von der Fraktion Die Linke, ein Dauerbrenner, der wohl auch die nächsten Jahre nicht an Aktualität verlieren wird. Bezahlbares Wohnen für Berlin, eine heiß ersehnte Zukunftsvision für die Mieter der Hauptstadt und eine Steilvorlage für die Opposition, die hier ein Komplettversagen der linken Stadtentwicklungssenatoren diagnostiziert. Sie verfolge eine Nicht-Wohnungsbaupolitik und trage daher Schuld an der Wohnungsmisere. Dass die Linke die Chuzpe hat, gerade dieses Thema anzumelden, bei dem sie sträflich versagt haben in den letzten anderthalb Jahren, ist eigentlich unfassbar. Unfassbar. Unglaublich. Ich möchte nur einige, die wichtigsten Punkte aus unserer Sicht herausgreifen. Die Rolle der öffentlichen Gesellschaften definieren und die Liegenschaftspolitik gegenüber privaten Investoren und Genossenschaften ändern. Sie machen das Gegenteil. Die Genossenschaften rennen der Opposition die Bude ein, weil sie ihnen kein einziges Grundstück zur Verfügung stellen. Das ist ein Skandal, meine Damen und Herren, insbesondere für die SPD. Beim Thema Bauen beschleunigen haben wir gesagt, wir müssen die Verwaltung entlasten. Sie machen das Gegenteil. Sie beschließen in diesem Haus eine Bauordnung, die Bauen verhindert und erschwert. Ein Skandal, meine Damen und Herren. Unglaublich. Das Wohneigentum zu fördern, ja, auch das gehört dazu. Nicht alleine, es gehört dazu. Sie machen das Gegenteil. Wo Sie können, verhindern Sie, dass Wohneigentum entstehen kann in Berlin. Ein Hochhausplan zu entwickeln, auch das ist Teil unseres Masterplans für Berlin zum Thema mehr Bauen. Der Hochhausplan, da braucht die Senatorin anderthalb Jahre für, wenn wir Glück haben. Auch der ist noch nicht in Sichtweite. Der nächste Skandal, meine Damen und Herren, der Dachgeschossausbau, ein Riesenpotenzial. An vielen, vielen Stellen diskutiert. Die Senatorin macht das Gegenteil, macht einen Erlass, einen Verweis, mit dem der Dachgeschossausbau in Berlin nahezu unmöglich wird. Unglaublich, meine Damen und Herren, unglaublich. Und was ist das Resultat Ihrer Nicht-Wohnungsbaupolitik? Sie haben ein Klima geschaffen, in dem private Investoren und Genossenschaften Berlin meiden. Herr Greff, Sie können hier noch 10.000 Mal Skandal, Skandal, Skandal schreien. Wer war denn bis vor anderthalb Jahren hier noch in der Regierung? Und wer hat denn bitte die ersten Sachen mitgemacht? Sie stellen Ihren eigenen ehemaligen Senat in den Schatten. Da lachen ja die Hühner. Sie müssen sich mal mit Ihren ehemaligen Kollegen, die fast alle noch da sitzen, mal wirklich unterhalten. Und da können Sie Ihr Skandal rufen, wie Sie wollen. Also von Frau daher. Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des alles Kollegen. Alles Show, nein. Alles Show. Nur Show, nichts anderes. Scheinheilig sei die CDU außerdem, so Iris Spranger, denn die Union im Bund sei es gewesen, die in der vergangenen Legislatur und auch in der aktuellen Großen Koalition stets eine Verschärfung des Mietrechts verhindere. Die Replik von Christian Greff folgte prompt. Sie stellen seit anderthalb Jahrzehnten den Stadtentwicklungssenator in dieser Stadt, meine Damen und Herren. Seit anderthalb Jahrzehnten die SPD. Und Ihr regierender Bürgermeister, ich weiß ja, dass Sie kein Fan von ihm sind. Er hat auf Bundesebene in der Großen Koalition Wohnen und Mieten ausgehandelt und hat sich dazu feiern lassen, meine Damen und Herren. Das ist Ihre Antwort? Das ist alles? Nach anderthalb Jahrzehnten Stadtentwicklungspolitik in dieser Stadt haben Sie nicht gesehen, dass mehr Menschen nach Berlin zuziehen und Sie den Neubau anziehen müssen. Und dann haben Sie auch noch verhandelt und stellen sich hier hin und werfen anderen Scheinheiligkeit zu. Nein, wir stehen dazu. Wir stehen dazu. Frau Spranger und die SPD, was wir in der Großen Koalition ausgehandelt haben, und da gibt es mit Sicherheit noch Verbesserungspotenzial, dafür werden wir uns sehr, sehr gerne einsetzen. Aber nicht in dieser Art und Weise diskutieren, wo nach über anderthalb Jahrzehnten Sie die Stadtentwicklung mitgestaltet haben. Sie wussten doch ganz genau, warum Sie das an die Linke abgegeben haben. Weil es eine Herausforderung für die Stadt ist, weil es die größte Herausforderung für Berlin ist, für die Berlinerinnen und Berliner. Und jetzt müssen die unter der Linken und der von Ihnen geduldeten Politik leiden. Das ist scheinheilig, Frau Spranger. Mietrecht ist Bundesrecht. Und Herr Greff, da können Sie sich drehen und wenden, wie Sie wollen. Und da bin ich mal gespannt, wie sich Ihre Partei stellt. Wie sich Ihre Partei stellt. Und Sie haben überhaupt nicht das Recht, sich hier vorne anzumaßen, wie meine Beziehung zu Herrn Müller ist. Das mal, ja? Also das haben Sie sich mit Sicherheit nicht anzumaßen. Das macht Herr Müller und ich schon selber. Also, das meine ich mal.
Ich will Ihnen eins sagen, Herr Greff, Sie sind in einem Bezirksparlament gewesen und leider argumentieren Sie auch immer noch wie in einem Bezirksparlament. Weil in einem Bezirksparlament ist es vielleicht anders. Im Senat werden immer, auch unter Rot-Schwarz, wurden immer gemeinsame Entscheidungen getroffen. Und Mitzeichnungen über einen Senat müssten Sie auch wissen, was das heißt. Das heißt also, auch Ihre Senatsmitglieder haben immer alles mitgetragen, was SPD und CDU gemeinsam gemacht haben und nach außen getragen haben. Insofern, Sie bleiben so, wie Sie sind, Herr Greff, aber ich sag's Ihnen, wer hier scheinheilig ist, das sind schon Sie selber und Ihre Partei. Herzlichen Dank. Dass es auch innerhalb der Koalition bei der Antwort auf die Frage, wie kann man die steigenden Mieten stoppen, nicht wirklich rund läuft, zeigte sich ebenfalls in der Debatte. Während ihre Spranger noch bauen, bauen, bauen forderte, widersprach der linke Abgeordnete Michael Nelken der These, dass Mehrwohnungsbau den Mietenanstieg bremsen könne, und sagte allerdings Richtung Opposition: Ich tue jetzt mal so, als wenn ich Ihre Phrasen glaube, dass Sie die ernsthaft selbst glauben. Da gehe ich jetzt mal davon aus. Deshalb habe ich mir gesagt, ich werfe doch noch mal einen Blick auf konkrete Realitäten. Ich habe deshalb extra gestern noch mal in die Zahlen des Landesamtes für Statistik von Berlin-Brandenburg geschaut. Und da kann man lesen, dass im Jahre 1991 3,446 Millionen Einwohner in Berlin waren und im Jahre 2016 3,574. Das sind 128.800 Einwohner mehr. Und wenn Sie sich auf die Entwicklung, die stehen auch im Statistischen Landesamt, der Wohnungszahlen in Berlin anschauen, dann werden Sie feststellen, die hat sich von 1,723 circa auf 1,916 entwickelt. Das sind 193.000 mehr. Jetzt könnte man ja wenigstens sagen, Statistiken hin und her, aber die Kaufpreise haben sich vervielfacht. Dazu reden wir von 400, 300 und 400%. Offensichtlich gibt es ein Problem, wenn man den Zusammenhang zwischen Bevölkerungsentwicklung, Anzahl der Wohnungen und den Preisen sich anguckt. Sie sollten vielleicht mal darüber nachdenken. Mit diversen Instrumenten habe dagegen die neue Koalition geliefert, hieß es von der grünen Wohnungsexpertin Katrin Schmidberger. Sie nutzte die Aktuelle Stunde, um rot-rot-grüne Geschlossenheit zu demonstrieren. Wir blicken heute auf die ersten 500 Tage rot-rot-grüne Wohnungspolitik zurück. In kaum einem anderen Thema steht unsere Koalition so im Wort. Ein Anlass, einmal Bilanz zu ziehen. Während die letzten Regierungen den Mieterschutz total vernachlässigt haben, haben wir echt geackert. Wir haben eine neue Kooperationsvereinbarung mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Wir haben bald eine Tauschbörse für Wohnungen. Wir haben die Anstalt öffentlichen Rechts, soziale Wohnraumversorgung zum Arbeiten gebracht. Wir haben ein schärferes Zweckentfremdungsverbotsgesetz verabschiedet, wenn nicht sogar das schärfste in ganz Deutschland. Wir haben eine erste Novelle der Bauordnung beschlossen, damit wir Bodenspekulation erschweren. Da haben wir die Geltungsdauer von Baugenehmigungen verkürzt und den Abriss von Wohnraum deutlich erschwert. Aber selbst wenn wir alles, was möglich ist, schon angeschoben haben, so sind uns in großen Teilen der Wohnungspolitik die Hände gebunden. Denn 80% des Mietrechts werden im Bundestag entschieden. Und genau dort muss sich endlich was bewegen, und zwar jetzt. Denn längst ist die Wohnungsfrage zu der sozialen Frage in allen deutschen Städten geworden. Hier setzte dann auch die Senatorin an und vermittelte, ohne den Bund ist eine langfristige Entspannung auf dem Berliner Wohnungsmarkt nicht möglich. Alles, was wir auf Landesebene tun können, das tun wir. Wir nutzen die Mietpreisbremse bei aller Kritik, die Kappungsgrenzenverordnung, die Umwandlungsverordnung, die Kündigungsschutzklauselverordnung. Ich könnte jetzt hier fortfahren. Das sind die Möglichkeiten, die das Bundesrecht uns derzeit gibt. Wir nutzen sie. Die aktuelle Lage beweist, dass das bei weitem nicht ausreicht. Das heißt, der Bund muss sich bewegen. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht wie Frau Schmidberger glauben, dass da nichts geht. Vielleicht ist die christlich-soziale Union, die jetzt das Bauministerium führt, in der Lage, die Brisanz der Wohnungsfrage
bundespolitisch aufzugreifen. Wir werden jedenfalls aus Berlin dafür sehr deutliche Signale setzen. Ein deutliches Signal setzte dann im Verlauf des Tages auch das Parlament, und zwar fraktionsübergreifend. Vor dem Hintergrund des antisemitischen Angriffs auf einen jungen Israeli in Prenzlauer Berg wurde eine Resolution gegen Hass und Intoleranz beschlossen. Ja.